bin Carsten in Ennepetal. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Da ich hier schon die ganze Zeit durch so kniehohes Gras laufe, sind meine Hosenbeine da unten aber auch schon ganz schön nass. Ja, und irgendwie habe ich jetzt im Moment mit umgestürzten Bäumen. Hier liegen auch wieder so ein paar im Weg. Ist wirklich ein schöner, naturbelassener Pfad. Hier an der Ennepe entlang. Naja, ihr seht es ja, da hinten ist mal wieder ein Baum im Weg. Und ich habe keine Kettensäge dabei. Eigentlich hätte ich euch wahrscheinlich heute von hier aus begrüßt, weil das wäre hier eigentlich der Startpunkt gewesen. Aber aufgrund einer Baustelle konnte ich auf der Straße vorhin nicht weiterfahren. Und naja, zufälligerweise, da wo es nicht weiterging, ging aber der Wanderweg her, und von daher habe ich mir gedacht, mein Gott, dann steigst du halt hier in die Route ein. Habe jetzt ungefähr, mindestens ein Viertel der Strecke mittlerweile hinter mir, und ja, ist schon schön warm, schön sonnig, wobei ich aber sagen muss, dass bis jetzt der größte Teil der Strecke im Wald, also im Schatten war, und von daher lässt es sich ganz gut aushalten. Ja, und nachdem es gerade
weiß nicht, ich schätze mal so 3 Kilometer durch 2 Bauernschaften, nur über also kleine Sträußchen ging, also nur durch die Sonne, kein Schatten, bin ich jetzt endlich wieder im Wald. Und hier ist es gleich ein paar Grad kühler. Ist jetzt richtig angenehm hier zu laufen. Dazu kommt, dass hier auch gerade der Weg ganz leicht abschüssig ist. Das ist echt angenehm jetzt. Und das, was da unten so lustig vor sich hin plätschert, ist der Hasperbach. Und dem werden wir jetzt so circa 2 Kilometer folgen. Und dann schauen wir mal, was aus diesem kleinen, stillen Bach werden kann. Ja, der Wald hier, der hat wirklich so ein bisschen Urwaldcharakter. Weil da, wo die Bäume umfallen, da bleiben sie auch liegen, wenn es nicht gerade auf dem Weg ist. Schon toll hier. Ja, und das passiert, wenn man dem kleinen vor sich hin plätschernden Bach mal ebenso den Weg versperrt. Dann hat man hinterher einen schönen großen Stausee. Ich habe gerade aufs Navi geguckt und habe festgestellt, Mensch, wir sind ja bald schon wieder am Ende. Ich habe es jetzt noch so circa 800 Meter bis zum Auto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.